Fang doch mal an, fang doch mal an. Ja, ja, lass lieber unscharf, das ist schöner. Wow. Hey, ganz okay. Ja, wirklich. Jetzt kommen die Augen. Ja, jetzt mal den Mund. Perfekt. Er fängt nach Riesenrüssel an. Das gefällt mir schon sehr gut. Ein ganz feiner Strich. Ein perfekt die Ohren angesetzt. Eine kleine anatomische Inkorrektheit. Aber ist das, was macht er? Kotze, singt er oder hört er jetzt gerade? Oh, 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 oh. Was, das sieht schon sehr gut aus. Wow. Ja, er singt gerade den Lied von Maxi. Pass mal, ich kann mal als kleine Vorlage, vielleicht kann ich auch noch was lernen. Das sieht ganz gut aus. Darf ich mal was zeigen? Ja. Ja. So, du fängst an. Ich mal den mal mit. Ja, ich fange mal bei den Augen an. Ja, okay, Augen. Okay, Augen hast du? Ja, ja, okay. Hab ich. Das andere auch noch. Achso, zwei. Ah, der wird das natürlich. Okay, mach. Auch das, der Rüssel. Ohne. Ja. Ja, wo ist die Spitze? Sehr gut. Ja, jetzt hat das. Gut, und jetzt pass auf, der Mund ist weit geöffnet. Aha. Nicht so klein und eng, sondern weit. Sehr gut. Und jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt die Zunge. Oh, die Zunge. Die Zunge. Ja, das ist immer vergessen. Halb geschlossen. Ja. Aber ist gut, der schaut sehr gut. Und jetzt kommt das etwas ganz was Bestimmtes aus dem Inneren. Das kleine, die Zähne dürfen wir nicht vergessen. Heraus und sprenkelt hier so ein bisschen rum. Weißt du, Hauke? Und jetzt kannst du die Beine ansetzen. Und mit der vollen Kraft bist du jetzt auch fertig. Oh, ja. Ey, warte mal, den Schwanz habe ich noch vergessen. Ja, typisch. Vergesse ich häufiger. Vergisst man leicht. Okay. Ja, also so. Guck mal, also wir vergleichen mal sozusagen. Das, ja, es sieht deiner sieht aus. Nein, das ist schon sehr, sehr perfekt. Ich bin ganz stolz auf dich, du. Das machst du wirklich toll. Also ich bin echt überrascht. Du hast ja wirklich zeitreiches Talent. Das habe ich gar nicht gedacht. Du singst immer nur rum und komponierst irgendwelche tollen Stücke oder irgendwelche Lieder und so weiter. Aber sonst, der Hammer. Ne, ich würde mal sagen, da scheinen sich die Geister. Wir können ja sozusagen mein Kunstwerk versteigern für den guten Zweck. Ja? Besser, wir versteigern lieber deins. Meins meine ich lieber Ehre. Otto, kannst du mir vielleicht, ich kann ja wirklich jetzt nur den Ottifanten schon immer, kannst du mir vielleicht irgendwas anderes noch beibringen? Ja, was möchtest du sagen? Irgendwie ein anderes Tier oder so? Ich kann einen Giraffen zeigen, weil das passt gerade ins Hochformat. So, hier ist der Giraffe. Ja, das ist wieder losgegangen. Ja, kannst du bisschen, um die Länge so ein bisschen zu symbolisieren. Das ist es schon. Siehst du, zack, was sind die Beinchen? Zack, so, wunderbar. Und dann greift dann fällt mir das Muster. Wie weit bist du? Ja, so, also. Ein Dschungel und so. Gute Atmosphäre. Das sieht schon mal sehr gut aus. Hey, gut! Das sieht man, kann man doch erkennen, oder? Ich kann es erkennen von hier aus. Was ist es denn? Achso, Entschuldigung, genau, stimmt. Gibt es noch einen Tausendfüßler, den zeige ich immer sehr gerne. Pass mal, den setzen wir oben an. Einen kleinen Tausendfüßler. Aufpassen. Tausendfüßler. Bist du noch dabei? Seid ihr noch da oder habt ihr schon abgeschaltet? Ja. Ja, ich hab den. Hier schalten die meisten ab. Zu viele Beine, zu viele Beine, zu viele Beine. Und Achtung, Schwänzchen hoch, Schwänzchen runter. Da, 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 da. Das gefällt mir ganz gut. Der pinkelt dahin. Ja, was soll er sonst machen? Zeig mal. Wow! Das ist schon anatomisches Modell. Ich glaube, sozusagen der Trick ist, immer erst mit den Augen anfangen. Dann hast du alle Möglichkeiten, körperlich deine Fantasie freien Lauf zu lassen. Das ist ganz wichtig. So ist auch bei der Malerei, weißt du. Man malt erst und dann gehe ich mal plötzlich, dann halt mit den Augen an, noch immer entdeckt man, das ist so wunderbar, wenn du mit verschiedenen Schichten plötzlich so dein Bild entwickelst, weißt du, stofflich Unterschiede herausarbeitest. Aber das würde ja zu weit führen. Was möchtest du noch wissen? Aber malst du gerade, wenn du sozusagen jetzt ja nicht auf Tour bist oder sowas, malst du dann gerade mehr als sonst? Also, naja, ich bin ja froh, dass ich mal zu Hause sein kann. Weißt du, man sitzt jetzt rum, man hat viel Zeit, man denkt nach, man muss auch nicht alles selber machen. Ich bin ja auch ziemlich, das muss ich alles selbst machen. Jetzt ich muss das aber machen. Muss mich sogar um meine Wäsche kümmern und so weiter. Aber ich sortiere das in den Stapel, weißt du, dreckig und noch tragbar. Und so, das funktioniert ganz gut. Dann bin ich sehr, sehr glücklich. Ne? Ja, so mache ich das auch. Sehr, 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 sehr gut. Und wenn man so ein Bild von dir, so ein Bögen, da hinten von dir sieht, wie lange sitzt du denn da dran? Ist das so, ja, das kommt dann so kann man im Museum hängen. Darf. Na ja, vielleicht kann ich aber erkennen, solche Sachen, wenn wir in ihrer Ausstellung sind. Das wird untermalt. Ich fange an mit einer weißen Leinwand, die wird mit Tee grundiert, mit aus Friesentee, da kriegst du jetzt einen Patina-Effekt. Und dann lege ich die Zeichnung da drauf, dann mit einem kleinen Pinselchen, in Wasserfarben, mit Umbra, Künstler Tempera Umbra, mache ich die Zeichnung und darauf lege ich dann die Farben, Höhen und dann die verschiedenen Acryl-Layer, die Ebenen.
um so stoffliche Unterschiede herauszuarbeiten, wie Wolle oder Seide oder Pelz oder irgendwas, das ist gerade so fast stofflich. Das macht wahnsinnig viel Spaß und entwickelt sich von Bild zu Bild, von Tag zu Tag. Und man kann viel Zeit damit verbringen. Also ist es nicht uninteressant. Ja.